was geht? Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind hier mit dem AFC Championship Spiel in unserer Bills Franchise, also eventuell dem letzten Video, eventuell dem vorletzten Video, wer weiß. Ich wurde gefragt, was machst du, wenn du nicht den Super Bowl gewinnst? Ich habe schon gesagt, wenn ich den Super Bowl gewinnen sollte, dann werde ich hier vermutlich nicht weiterspielen, sondern wir richten unsere Aufmerksamkeit auf eine neue Franchise. Frage ist, was passiert, wenn ich hier nicht den Super Bowl gewinne? Da muss ich noch drüber nachdenken, beziehungsweise wird mich da auch, oder bin gespannt auf eure Meinung, was würdet ihr wollen, was ich mache, wenn ich den Super Bowl hier nicht gewinne. Ziel ist es natürlich zu gewinnen, deswegen beschäftigen wir uns da erstmal gar nicht mit. Aber es könnte natürlich sein, dass ich heute verliere, dann bin ich raus, dann habe ich keine Chance mehr auf den Super Bowl. Ich wurde auch gebeten, die Viertellänge 1 hochzustellen für die verbleibenden Playoffs jetzt. Und das kann ich natürlich gerne machen. Also sagen wir jetzt mal 9 Minuten. Also das Video wird nur länger, wenn es wirklich spannend ist. Wenn wir früh führen oder wenn die früh führen, dann zieht natürlich einer von den beiden Teams Zeit. Und dann würde das gar nicht so große Auswirkungen haben. Trey White kriegt erstmal ein Upgrade. Slot, es ist so dumm eigentlich, aber von mir aus kriegt er ein Slot-Upgrade, ist auch egal. Mit Moral jetzt auf 91 insgesamt. Sehr geil, aber ja leider kein Superstar, soweit ich weiß. Nee, deswegen kriegen wir auch keine zweite Fähigkeit jetzt mit 90. Mitch Morse. Ja, machen wir auch auf Power. Warum nicht? Moral plus 3. Das ist stark, das ist sehr stark. Ich meine, ja, wir sind auch im Championship-Spiel. Klar ist da die Moral hoch. Ino Benjamin. Erstens, Elusive Back kommt jetzt auf 83. Zweitens haben wir natürlich die genügenden Snaps jetzt freier gespielt. Ah, nichts Cooles bei. Und ihr seht, der ist ein Superstar. Fähigkeit, leider Spin Cycle. Ich hätte eigentlich ganz gerne Jukebox gehabt und ich weiß auch nicht genau, wieso ich Spin Cycle gekriegt habe, weil ich Spin definitiv weniger benutze und der Spin-Wert viel, viel schlechter ist. Guck mal, Juke Move ist auf 88, Spin Move ist auf 77. Ich weiß jetzt nicht, welcher davon besser ist, der 88er Juke Move oder der 77er Spin Move mit Spin Cycle. Also, ja, werden wir sehen, muss ich ausprobieren. Trey Edmunds kriegt einen Runstopper-Upgrade natürlich mit Moral jetzt auf 84. Wir haben noch mal viel, was wir hier upgraden können. Und mir ist übrigens aufgefallen, ich würde es, glaube ich, cooler finden, wenn es so wäre wie letztes Jahr. Dass man die Preise und die Upgrades quasi für die jährlichen Preise kriegt. Also wenn du MVP zum Beispiel geworden bist, direkt nach der Regular Season. Das stimmt zwar nicht wirklich mit der echten NFL zusammen, wo das halt auch erst später verkündet wird, aber man weiß doch zum Beispiel bei Rookie des Jahres schon nach der Regular Season, wer da wirklich ein Star ist. Wer da wirklich richtig gut spielt und so. Und damit man das Ganze dann noch in die Playoffs mitnehmen könnte, das wäre ganz cool. Aber egal, müssen wir halt in den Super Bowl kommen, damit wir dann eventuell noch ein, zwei Upgrades mitnehmen können. Das ist unser Ziel. So. Huf, nicht großartig was zu gucken. Wir können uns mal die Stats angucken der Browns, einfach um einen Überblick dafür zu kriegen, wie die so drauf sind, beziehungsweise wer bei denen was macht. Baker nur 6 Interceptions, 75% Completion Percentage, das ist sehr, sehr stark. Rushing 4-2 für Nick Chubb, knapp über 1000 Yards, oder was heißt knapp, 1100 Yards, 13 Rushing Touchdowns, das ist sehr gut, ja. Receiving, Beckham das meiste, Landry knapp dahinter, beide über 1000, beide mit ungefähr gleich vielen Receptions, Beckham mehr Touchdowns, aber auch nur 4. Und Antonio Callaway mit 10 Touchdowns. Okay, da müssen wir also drauf achten, wenn wir in der Red Zone sind vielleicht, denn... Obwohl, nee, Average per Reception hat er auch mehr als Landry. Also müssen wir einfach immer auf alle achten. Das ist natürlich auch cool. Defense. Da weiß ich ja, wer mich jetzt hier gleich anspringen wird. Jawohl. Oh, Vernon auch mit 13. Damit habe ich nicht gerechnet. Picks, bei denen jemand gefährlich. Dann so Ward, Damarious Randall. Alle irgendwie so gleich, ne? Also niemand, der jetzt wirklich besonders raussticht. Wir können uns nochmal die Teamstats angucken. Und danach den Browns suchen. Passing Yards offensiv auf 3. Okay, damit wissen wir das schon mal. Rushing Yards 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Also da auch nicht wirklich schlecht. Passing Touchdowns obendrin. Rushing Touchdowns auch obendrin. Die sind also einfach überall gut. Da sticht nicht wirklich was raus, sage ich jetzt mal. Gucken, ob die defensiv vielleicht eine Schwachstelle haben. Ne, gehen wir mal von hier durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beste Passing D. Und die 1, 2, 3, 4. Beste Rushing D. Aber wir haben die beste Rushing D. Browns keine Fumbles verursacht. Das ist geil, aber 16 Interceptions. Wir haben 35. Das kommt von den ganzen Linebacker-Interceptions und so, von den ganzen User-Picks, die man halt als Vorteil hat gegenüber dem Computer, ne? Gut, ansonsten weiß ich gerade nicht, ob mich noch irgendjemand gebeten hatte, irgendwas zu zeigen. Wir können noch mal hier einen kurzen Blick auf unser Team werfen. Ein Superstar offensiv, zwei, glaube ich, nee, mehr, vier defensiv, drei defensiv. Genau, ich habe die ganzen Spieler schon wieder umgestellt. Das heißt, dass jetzt die richtigen vorne sind und so weiter. Weil wir ja letztes Mal mit Backups... Nee, stimmt überhaupt nicht. Letztes Mal war Playoffs. Ich bin dumm. Ah, ich will echt nicht verlieren heute, ne? Ich will echt nicht verlieren. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein ins Spiel und hoffen drauf, dass wir danach dann im Super Bowl stehen. Jo, da sind wir im AFC Championship Spiel. Ich habe gerade noch gesehen, was mir vorher nicht aufgefallen war. Baker hat einen X-Factor. Ich habe leider vergessen, ich glaube Run and Gun oder so heißt er. Plus er hat Superstar-Fähigkeiten, dass wenn er outside of the pocket ist, dass er dann perfekte Passgenauigkeit hat, dass er im Laufen nicht von der AI intercepted werden kann und noch irgendwas. Ah ja, Klatsch, dass die Zone-Objectives weniger schwer sind in späten oder Late-Game-Situations. Wir spielen heute mit unseren klassischen Home-Jerseys. Browns weiß nicht. Oh, wieso sind die so weiß? Aber die haben wenigstens orangefarbene Helme und Akzente und sowas. Ah ja, da hätte ich vermutlich vorher reingehen sollen und denen wenigstens irgendwie eine dunkle Hose geben sollen oder irgendwas, aber... Ah, ich weiß jetzt nicht, wie kritisch das wirklich ist im Schnee, ne? Das werden wir sehen. Ich hoffe, die orangefarbenen Helme retten mich. Das ist natürlich ein bisschen doof. Na, egal. Hätte ich manuell einstellen sollen. Also ja, wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Oh, Carolina, Dallas. Im NFC Championship-Spiel. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass wir Baker nicht zu sehr oder nicht konstant aus der Pocket lassen. Der hat halt nicht diese ganzen Scramble-Sachen, aber er wirft sehr krass aus der Pocket. Und das wollen wir nicht. So, voll am Special Team. Let's go. Alter, Carolina ist mit 9-7 ins NFC Championship-Game gekommen. Geil. Und wir sehen aber leider nicht, wer da gewonnen hat, denn wir sind das Samstagspiel. Ein Hitstick, da ist er ausgejuckt. Der nächste, da ist er abgeprallt. Der dritte hat ihn getroffen. So, Becker, zeig mal, was du kannst. Zeig uns deine Brötchen. Oh, oh. So, 37,6, 4,2. Können wir uns ja mal merken, Vergleich mit Hurts. Ich dürfte deutlich mehr Interceptions haben. Singleback Deuce. Wir kommen direkt mal raus an einem Wide 9, aber crashen dann. Haben wir hier irgendwas, was crasht? Nicht wirklich, wa? Dann bringen wir halt den Quatsch. Ich crash die Line nach innen manuell. Hat nicht so wirklich geholfen. 4 Yards, schade. Sah eigentlich aus, als hätten wir ihn für vielleicht 2, 3 oder so, aber dann ist er noch nach vorne gefallen. Was ja die meisten guten Running Backs können. Ezra Cleveland bei den Cleveland Browns, wie schön. Jordan Howard haben die, okay. Auch interessant. Singleback Wing Pair, Over Plus kommt hier erstmal. Und dann gibt es Mike Blitz 3 zur Boundary hin. Wenn das ein Inside Zone ist, bin ich ein bisschen im Eimer. Aber ich kenne halt die, oh ja. Ich kenne halt die Formation. Ah. Ja, eigentlich schön in den Blitz reingerannt, aber da hatte mindestens einer einen sehr guten Block. Single by going tight, die bleiben. Gut, dann haben wir nicht einen Saw drin? Ja, da ist er. Oh, ich bin im Traffic hängen geblieben. Ich war eigentlich ganz gut drauf und dann bin ich in irgendwen reingerannt. Ich glaube aber sogar an einen von mir selber. Defense, come on. Defense wie immer sehr wichtig. Ich wollte eigentlich nicht in der Front bleiben, um fair zu sein. Ich habe mich ein bisschen verklickt, aber hey. Es könnte auch ein Lauf sein, deswegen ist es. Gut, dass wir so viele Leute in der Box haben. Jawohl. 2 Yards noch rausgeholt. Ansonsten, wenn ich jetzt gedacht hätte, ah, das sieht total doof aus, dann wäre ich rausgeordert. Oder hätte rausgeordert, wie auch immer. Ich weiß nicht, ob ich Hardflex... Ja, ich lasse mal die Soft Squads. Ah, shit. Oh nein! Die haben mir schon wieder den falschen Spieler gegeben. Ey, das ist doch dämlich alles. Das waren jetzt mal, keine Ahnung, bestimmt mindestens 10 geschenkte Yards, dadurch, dass ich schon wieder den falschen Spieler gekriegt habe. Dann guckt euch mal an, was jetzt hier passiert. Ich dachte ja, ich kriege einen 39, ne? Weil meiner Meinung nach ist 39 mit Abstand der nächste Spieler an ihm dran. Ich wechsle auf 39 und renne halt nach oben und dachte, okay, da komme ich jetzt erstmal nicht wirklich ran und zur Not habe ich auch immer noch den Safety drüber, springe ich mal nach oben, gucke, ob ich seine Füße erwische, ne? Was passiert? Ich krieg meinen Safety und der springt nach oben und liegt dann quasi einfach im Dreck. Wo, der ist doch 1000 Yards weiter weg. Wofür, warum? Ich weiß, dass er oben drüber ist und so, aber trotzdem. Das bringt doch nichts. Oh, shit, Moment mal. Wenn ich mal nicht die Formation hier kenne. Die rennen echt richtig, richtig dumme Winkel, die Defensivspieler. Deswegen ist dieses Jahr auch dieses Kurvenlaufen so erfolgreich, weil die Defensivspieler einfach alle einen richtig kaputten Pursuit haben. Also wie die hinterherrennen quasi, in welchem Winkel. Nope, 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 nope. Oh, Kelly Katzen hat sich abschütteln lassen leider. Der war gut und hatte ihn für ein Yard vielleicht. Ein First Down war das. Moment mal. Kann ich das jetzt challengen? Das war nämlich kein First Down, meiner Meinung nach. Ich überspringe mal. Man sieht ja sowieso nichts bei EA. Zeigen haben dann immer irgendeinen dummen Winkel. Ah, schade. Upheld. Ich weiß gar nicht, ob's... ich weiß gar nicht, ob es hier Confirmed und Upheld als Unterschied gibt. Oh, shit. Ah, okay, Glück gehabt. Oh, sie haben nur genau ein Yard gegeben. Ich dachte, die geben mir vielleicht die 4 oder die 3 oder so. Strong Wing. 22 Personal. Ich weiß jetzt mal nicht, ob ich hier bleiben soll. Ich bleib mal. Okay. Ah, ich wusste es. Aber schon wieder pennen alle in der Mitte und ich hätte es selber machen müssen. Das Ding ist, wenn ich jetzt dahin gerannt wäre, der hätte vorne den Stick werfen können, aber der andere... Ach Mann, ich hasse das so sehr. Milano oder Kelly Katzen, wer auch immer das war, der bleibt da halt einfach in der Mitte stehen und lässt hinter... Covert Gras, ne? Wie oft ich schon gesagt habe, Gras covern. Und das war eigentlich so ein gebastelter Spielzug, weil die in einer Heavy-Run-Formation da waren, wir nicht drauf reingefallen sind und halt komplett alle Zonen auf dem Feld hatten. Das ist so ärgerlich, weil es eigentlich nicht gut ist, weil das wieder jetzt klingen würde, als hätte ich was krass gemacht. Glückliches Play-Calling war, ja. Und dann wird es so versaut, weil wieder 3 Leute beschließen, naja, nee, ich cover Gras heute. Shit, ey. Soweit kann man sich nicht leisten im AFC Championship Game. 39-11, aber von den Yards her sehr ähnlich. Vermutlich mit deutlich weniger Completions, aber hey. So, wir versuchen reinzukommen mit dem Running Game. Ich habe es ja schon letzte Woche gesagt. Im Schnee, Running Game ja nochmal einen Ticken wichtiger vielleicht. Oh ja, schön. Doppelte Blockshots, so wollen wir es haben. Oh weia. Darf sich natürlich jetzt nicht von einem Mal hier abschrecken lassen, aber wenn das mein Inside-Run-Game heute ist, dann... Wieso blockst du aber nicht nach vorne, sondern nach innen? Der andere Wide Receiver, der da stand, was soll denn das? Dämlich, ey. Sehr, sehr dämlich. Eigentlich auch keine großen Überraschungen hier bei den Browns, war. Grant Delpit ist auch ein Superstar übrigens, habe ich gesehen. Und sieht halt einfach mal aus wie ein Defensive End, aber ist nicht meine Draft Class. So, Kürbis Spezial. Das sieht nicht gut aus. Es sei denn, Schubert lässt sich runterziehen von Forster, dann habe ich eventuell Kroft. Ne, ich habe einfach Forster. Andersrum war's. Schubert hat sich hochziehen lassen von Crawford und hatte ich Forster unten drunter. Wisst ihr was? Wir kommen mal exakt mit dem gleichen Spielzug nochmal. Das könnte jetzt sogar sein, dass ich Lamb habe, aber im Schnee, ich muss jetzt echt aufpassen, die sind schwerer zu sehen, ne? Als sonst. Oh ja. Und jemand ist schön in den reingerannt noch und deswegen hat er den Ball nicht fangen können, aber es ist keine Pass-Interference. Die gleichen Fehler von Anfang bis Ende des Jahres, man freut sich drüber. Beziehungsweise, guck mal, was ist denn das? Welcher Receiver rennt denn hier einfach in den rein? Das Ding ist, das ist halt nicht mal theoretisch Pass Interference, das ist einfach nur dumm. Und kein Receiver der Welt würde 3-4 Schritte in jemanden reinrennen. Und vorm Cut nach... Naja, aber... Kann man ja nichts machen. So, Verticals. Aber so will ich das nicht. Ich will das... so. Ja. Bam! Ah. Kein Bam. Welcher Tight End kann er nicht mal Greedy Williams weghauen? Okay, aber wir sind an der 35, das ist schon mal gut. Versuchen wir jetzt nochmal den Outside Run, den ich vorhin nicht genommen habe, weil ich da stattdessen geworfen habe. Alter, das könnte doch aber schon wieder. Ey, jetzt, ey, ihr habt... Das war ein Bubble Screen. Ihr habt gesehen, dass es ein Bubble Screen war, ne? Das heißt, er muss hier hinten rumlaufen, ne? Hinter der 16 muss er langlaufen. Was ist das? Was ist das? Was soll das? Was ist deine Mission, Alter? Emmanuel Hall, wir sind hier in einem AFC Championship Game. Alter, meine Fresse. Vorhin, das hätte so gut geklappt, ne? Das hätte so gut geklappt. Was ist denn hier los? Das ist ein ganz, ganz, ganz verworrener Anfang. Und der Lauf könnte ziemlich gut sein, aber auch ziemlich schlecht. Er ist ziemlich gut. Okay, wir sind an der 12. Oh, Dreck, ey. So, mehrere Leute K.O. Langer Drive, nie gut. TJ Yeldon kommt rein, weil Benjamin sogar so K.O. ist, dass er unten ist. Bam! Jawohl. Kein wirklich guter Lauf, aber hat seine 2 Yards rausgeholt. Jawohl, da ist er. CeeDee Lamb. Uff. Kam nicht gut raus aus der Slant. Aber wir hatten genug Zeit und die Lücke war groß genug und er hat den Ball gefangen im Schnee und sowas. Eieiei. Also nicht der allerschönste Drive. Aber unentschieden. Uff. Kauschgas auch wieder. Ich will jetzt nicht sagen, er ist in besserer Form, aber hat zumindest getroffen erstmal einen Kick. War ja letzte Woche hier im Schnee auch schon nicht so das aller erfolgreichste war. Bam, bam, Alter. 39 ist ein ganz schönes Biest, ne? Das war genau wie der letzte Return. Dem ersten ausgewichen, dem zweiten abgeschüttelt, vom dritten dann gefällt worden. Oh, das gefällt mir gar nicht, ne? Oh, Milano. Oh. Ho, 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 ho. Milano hat ja gerade einen so schönen Blockshot gekriegt, ne? Geil. Oh. Und Edmunds hat überhaupt keinen Blockshot gekriegt. Weil Ezra Cleveland ihn einfach genommen hat und gesagt hat, so, du bleibst jetzt mal hier stehen. Aber jetzt, jawohl, Edmunds hat es wieder gut gemacht, seinen Fehler. Tackle for Loss, 4. und 1. Frag mich, wie das 4. und 1 sein kann, aber gut. Von der 32? Na, kein Risiko eingehen. Kein Risiko eingehen. Ja, guck mal, auch das, was Bryant jetzt gerade macht, ne? Das ist das ganze Jahr schon so. Wie kann das ganze Jahr schon so sein? Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich sag ihm, geh weg, und ich versuche ihn die ganze Zeit, sobald ich die Kontrolle über Singletary hatte, habe ich die ganze Zeit nach vorne gerückt, damit er weggeht und den nicht fängt, ne? Bleibt stehen. Lamb, komm. Mach dich unsterblich. Oh ja. 78 Yard Touchdown, let's go. Ihr könnt nicht einfach CeeDee Lamb pressen, ey. Das geht nicht. Das geht nicht. 2 Touchdowns, bestimmt über 100 Yards schon. Obwohl. Naja, um die 100 Yards. Ich weiß nicht, ob er vor dem Touchdown eben schon einen Catch hatte. Let's go. Und zack, sind wir vorne. So schnell geht das. Ihr seht, ich bin eigentlich in einem Lauf rausgekommen. Dann habe ich gesehen, dass der Safety sehr weit innen und flach steht, also zur Line of Scrimmage quasi. Und dass gleichzeitig CeeDee Lamb gepresst wird. Das heißt, dass quasi, wenn er ihn an der Line schlägt, dass niemand mehr oben drüber ist zum Helfen. Dass es also ein wirklich echtes 1 gegen 1 ist. Plus Press Coverage, wo ich nicht glaube, dass Greedy Williams oder unseren CeeDee Lamb, unsere Version von CeeDee Lamb aufhalten kann, der ja auch schon Mitte Ende 80 ist hier, war. Und genauso kam es dann auch. So, und der Unterschied jetzt hier ist zum Beispiel, falls ihr euch wundert, ich habe halt Hilfe oben drüber. Das ist ein Cover 2, das heißt, die Safeties sind da zum Helfen. Falls der außen jemand die Press Coverage geschlagen hätte. Wir machen mal das gleiche nochmal, jetzt gegen Trips. Ah, schade. White war da, aber hat den Ball nicht mehr rausgekriegt. Dafür hat Landry halt auch zu gute Hände, ne? Okay, Single Mac Wing Pair. Das Dämliche ist immer, wenn ich jetzt in meinen Pinch reinkomme, dann verschieben die ganzen Winkel sich, ne? Wir pinchen mal einfach. Ne, wir crashen nach außen. Oh. Ah, ich war sogar da. Aber dann habe ich gesehen, dass Beckham ausgerutscht ist und ich habe gedacht, okay, nie und nimmer hat er genug Zeit, um den jetzt noch anzuwerfen. Bin dann nach links gegangen, aber die Corner hätte ich sowieso nicht mehr verteidigen können. Das war dumm. Das war tatsächlich ziemlich dumm von mir. Und zack, ist er in seinem X-Factor drin. Geil. Und Incompletions werden sowieso kaum geworfen von der CPU. Und erst recht nicht 2 hintereinander. Also wird er jetzt wohl überwintern in seinem X-Factor. Shaq Lawson's one of those guys that after a while you quit just trying to define him by a position. Defensive end, outside linebacker, doesn't matter. He knows how to get upfield and spill some plays. So disruptive. Bam! Oh, schon wieder. Was gibt er mir denn den Safety? Vielleicht hat es der ein oder andere von euch gesehen, ne? Der Safety lag gerade schon wieder einfach mitten auf dem Boden, weil er mir nicht etwa den Spieler gegeben hat, der genau neben Odell Beckham steht und ich versucht habe, da mit dem noch mich hinterher zu schmeißen, sondern er gibt mir wieder den Safety, der 8 Jahre wegsteht, ne? Das kann doch echt nicht wahr sein. Du kannst keine schnellen Aktionen machen, du kannst nicht Spieler wechseln und direkt eine Aktion machen. Du musst immer Spieler wechseln, gucken, wen du gekriegt hast. Das ist auch dumm, weil du währenddessen ja nicht in irgendeine Richtung rennen kannst, weil sonst auch passieren kann, dass du in die komplett falsche Richtung rennst. Also das ist, ich hoffe, die überarbeiten das komplett zum nächsten Jahr. Denn so kann er, also... Come left. No, no, no. Oh, yo. Der hat Micah Hyde gerade richtig kaputt gemacht mit der Route und ich selber wäre da, glaube ich, nie im Leben schnell genug hingekommen. Aber Kelly Katzen war da, die Viper. So, dann setzen wir uns jetzt mal an Cover 3 Sky. Guck mal, ich muss auf eine Dig von Beckham aufpassen. Aber es könnte auch ein Inside Zone sein, ne? Das ist auch. 7, naja. 3. und 11. Und da ist der Sack, jawohl, ich habe gar nicht hingeguckt. Shaq Lawson ist da. 34, im Schnee, 51er. Ist nicht das einfachste der Welt. Ich pack mal einen Returner hin. Es war unwahrscheinlich, ich glaube, wenn, dann geht der eher links oder rechts vorbei, aber... Nicht, renn noch nicht, renn noch nicht. Wer hat sich sowas auch ausgedacht? Dass sie immer den Ball fangen und dann einfach hinten rausrennen. Aber hey, ich meine, die haben nicht getroffen, das ist geil. Nein, Moment, das ist nicht geil. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Das war letztes Jahr auch schon so. Aber nein. Oh, shit. Ja, tot. Vernon kam rein. Da war die ganze linke Seite zu. Ich muss nach rechts. Da gab es Blockchefs. Da hat gerade nichts funktioniert. Ich habe einfach aus Versehen den Spielzug ausgewählt. Das ist nie gut. Ah, shit. Myles Garrett. Okay. Was machen wir? Was machen wir? Screen. Screen. Das ist natürlich schade. Ich hätte gerne mehr Zeit weggenommen. Also es sei denn, das klappt jetzt hier. Aber naja. Ah, shit, Alter. Wie kam der so schnell von seinem Block weg? Gott sei Dank hat er den. Gott sei Dank hat er den. Okay, damit sind wir jetzt schon mal in einer relativ guten Position, um eventuell die Halbzeit auslaufen zu lassen. Oh ja. Oh ja. Super Second-Level-Blocks gehabt, deswegen habe ich oh ja gesagt direkt. Bei Zone Blocks hast du normalerweise ein Double Team auf einem im ersten Level, also auf einem Defensive Tackle zum Beispiel. Und dann sobald zwei, also Double Team, zwei Offensive Linemen, ne? Sobald die den kontrollieren, geht einer davon, arbeitet dann ins nächste Level. Und das ist halt das, was bei Madden manchmal ein bisschen struggelt. Das hat gerade aber bilderbuchmäßig funktioniert. Oh, sowas freut einen doch, oder? Wenn du einen Dive callst und dann stehen die beide schön da in der ganz weit außen. Und zack sind wir an der 23. Das ist ein Championship-Game. Ich werde jetzt hier nicht auf Teufel komm raus versuchen, auf den Touchdown zu gehen. Gerade nicht im Schnee. Oh ja. Merkwürdige Animation. Vielleicht auch, weil er sich dabei verletzt hat. Aber hey. So, die hätten vermutlich sowieso einen Timeout genommen. Also ich weiß jetzt nicht, ob so kritisch ist für die. Oh, wenn die beide kommen rechts, habe ich Hall. Aber ich glaube nicht, dass beide kommen. Nee. Ah, oh, ich habe den Spin noch kein einziges Mal probiert. Aber das war gerade ein Precision Juke mit L2. Deswegen habe ich beide gekriegt damit. So, probieren wir mal den klassischen. Ey, ich hasse das, ne? Immer online oder auch in unserer Community-Franchise, wenn ich die Formation sehe, ich weiß einfach direkt, okay, es kommt Quick-Pitch. Niemand spielt was anderes aus der Formation. Und auch wenn ich das mache, manchmal stelle ich mich dann halt einfach in den Inside-Zone hin und alle sprinten nach rechts und ich laufe einfach links ganz entspannt rum. Oh. Also ich habe gesehen, dass die Animation sehr schnell gewesen wäre, aber der Spielzug hat halt einfach von Anfang an nicht funktioniert. Deswegen da konnte jetzt der Spin-Move auch nicht mehr wirklich was retten. Ja. Sauber. Schön 800.000 Yards verloren mit zwei Läufen. Die haben echt richtig schnelle Blockshots da vorne drin, ne? Moment mal. War ich in Schuhglock? Ich war nicht in Schuhglock. Wieso ist denn die Zeit schon so weit unten? Kleiner Trip-Screen? Ja, kann man mal machen, wa? Mit bisschen Glück kommen die Safeties beide. Ah, nee, schade. Und wieder habe ich da drei Leute, die schön alle nach vorne rennen, wo kein Gegner mehr ist und keiner beschließt 35 irgendwie. Naja, 38 Yard Field Goal muss eigentlich, wa? Wir sind NFL, natürlich muss das. Ich weiß nicht, ob das im Schnee vielleicht schon zu weit daneben ist. Ja, ist es. Shit, ey. Ah, wir sehen uns in der nächsten Hälfte. So we are halfway home to figuring out who will represent the AFC in the Super Bowl. As we'll send you down to Orlando and we check in with Jonathan Coachman for our EA Sports halftime report. Coach. All right, Brandon, thanks as always. One half remains in the battle to see who will take home the Lamar Hunt Trophy and represent the AFC in the Super Bowl. We'll get back to you guys in just a moment. But first, time to look ahead to the NFC Championship coming up later today. And it should be a great one as well, as it's going to be one heck of a battle, that's for sure. So with that, let's get you right back out for the second half and the right to represent the AFC in the Super Bowl, as I'm privileged to hand things back over to Brandon Godden. Und zu mir. Ich habe vorhin übrigens gesagt, wir sind das Samstagsspiel, aber ist ja beim Championship gar nicht mehr. Wir haben ja, das ist einfach das frühe Sonntagsspiel. Drecks Hauschka, ey. So knapp daneben war ich. Drecks ich. Mann. Vor allen Dingen vorher, schön, dass wir bei 3 Plays einfach straight Yards verloren haben. Das war doch super für das Field Goal. Es gibt so ein paar Sachen, die sind richtig gut in dem Spiel. Aber es gibt auch ein paar, die einfach nicht behoben werden, die von Anfang an Fehler haben. Ey, es ist kein Press, aber die Safeties werden höchstwahrscheinlich nicht helfen. Mit Glück haben wir Lärm. Ah, Safety hilft, okay. Ich versuche jetzt die ganze Zeit diesen Spin-Move. Das Ding ist, ich glaube, Spin-Cycle macht den einfach nur sauschnell, aber nicht effektiver. Das heißt, man kriegt den nicht schneller. Man kriegt Leute nicht eher damit, wisst ihr? Wo kommt jetzt hier die Flagge her? Muss ja eigentlich Offside gewesen sein. Ja. Weil die kam ja sobald der Snap war. Also, Illegal Formation gibt es, glaube ich, gar nicht, wenn ich mich nicht irre. Ah, der Kleine, wir haben ja sowieso unser First Down gekriegt. Der eine Yard. Juckt mich nicht. Benjamin tut mir ein bisschen leid heute, ne? Da ist nicht viel zu holen. Keine Angst vor den A-Gaps. Ah! Ja, Lamb wäre doch nicht Lamb, wenn er den fallen gelassen hätte. Na, Blood. Jetzt hat er über 100. Sehr gut. 2 Touchdowns, über 100 Yards, kann man mal machen, wa? Ich stretch nochmal, ansonsten... Das sieht doch schon wieder aus, als ob die alle runterkommen, ha? Machen sie auch. Ah, ich sag mal, Benjamin hätte ihn vielleicht gehabt jetzt, den Touchdown. Ärgerlich, aber egal, wir sind in Field Goal Range. Ich beschwere mich nicht. Aber wir müssen halt das Field Goal auch erstmal wieder treffen, ne? Wir waren schon mal hier eben. Das hat schon mal nicht geklappt. Hauptsache, jemand blockt den End und 74 arbeitet nicht einfach vor. Jawohl, geil. Oh, shit. Nochmal. Obwohl, haben wir den Gut hier drin? Nee, ne? Shit. Immer hinterm Fullback her. Jawohl. Nice First Down. Okay, von hier aus sollten wir ja wohl das Field Goal treffen, falls es ein Field Goal werden sollte, ne? Aber ey, glaub mir, es ist Schnee. Es kann immer passieren, dass irgendjemand ausrutscht oder sowas. Beim Kick habe ich das Gott sei Dank noch nicht gesehen. Aber nur deswegen laufe ich jetzt in der Red Zone erstmal nochmal mehr. Das wird wohl Holding sein, wa? Oder Block in the Back. Ja, Holding. Schade. Und damit sind wir wieder an der 22. Danke, Tyler Kroft. Das ist natürlich besonders wichtig, weil man gerade versucht, so die 1-2 extra Yards, die nötig sind, rauszukitzeln. Wenn dann jemand kommt und einen 10 Yards nach hinten schickt. Das ist immer gut. Ah, shit. Ja, falsch gelesen, mein Fehler. Hab mich zu früh entschieden, was ich mache. Das ist doch echt alles dumm, Alter. Tyler Kroft, du bist doof. Ich passe hier nicht. Da werde ich gesackt, bin ich weit hinten. Ich habe eben schon verhauen von 38. Das jetzt wäre nochmal 38. Nee. Das wären 36, Dummkopf. Aber es sind ein bisschen weniger. Okay. 4 und 7, alles cool. 26, komm, das kriegen wir hin. Und perfekt in der Mitte. Jawohl. Puh. So. 2-Possession-Game. War auch letztens nochmal eine Frage, was das heißt. Das heißt einfach nur, Possession heißt Besitz. Und das heißt, der Gegner muss zweimal den Ball besitzen und Punkte machen. Oh, um mindestens ausgleichen zu können. Weil ihr seht, mit einem Mal kann man ja höchstens 8 Punkte machen. Durch einen Touchdown 6 Punkte und dann eine 2-Point-Conversion wären 8. Und 7 plus 8 sind 15. Das heißt, da könnten die ja nicht ausgleichen mit uns. Die bräuchten mindestens einen normalen Touchdown und danach noch ein Field Goal. Das wären 10 Punkte und dann hätten sie uns. Ich finde ja auch doof, dass der X... Endaround. Ich finde ja auch doof, dass der X-Factor hält über die Halbzeit. So, weil das ist ja quasi so ein bisschen wie On Fire sein, ne? Und das hält das über die Halbzeit? Ich weiß ja nicht. So, wir haben noch keinen Turnover heute. Ich finde, es wäre jetzt mal Zeit. Fumble. 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 Oh! Die Tackle-Animation, beziehungsweise die verpasste Tackle-Animation von dem einen Spieler hat gerade dafür gesorgt, dass Tremaine Edmunds halt einfach komplett ins Leere gerannt ist. Da ist doch mein Turnover. Der war ganz schön blind, der war blind. Das ist so ein typischer Mayfield-Panikwurf gewesen. Und denken, oh shit, nichts ist offen, ich mach was draus. Und wisst ihr, so ein bisschen Jameis Winston-Syndrom. Geil. Tremaine Edmunds ist ein guter User. Oh, shit, ey. Die blöden DTs von denen, oder generell die ganze Line von denen, kriegen so geile Blockshots, ey, weil die so gut sind. Absolut hässlicher Spielzug, aber macht ja nichts. Wie, wo, warum so schnell und ungeblockt? Was, warum? Samuel Blitz. Das heißt, sie haben 6 gebracht. Wie kam der so schnell durch? Alles klar. Das ist natürlich aber auch ein ziemlich geiles Design, muss ich sagen. Gerade wenn das so klappt. Ich dachte, ich hätte die Out gehabt, vermutlich. Riskanter Wurf. Die Wheel hätte ich gehabt mit mehr Zeit. Ihr seht da hinten, das wäre ein Touchdown gewesen. Aber dafür hätte ich, um die Wheel zu haben, hätte ich den Tight End blocken müssen. Und dann hätte ich die Wheel wieder nicht gehabt. Also, ja, das war nicht gut. Das war aber auch einfach nicht ernst genug genommen von mir. Play Action Deep Out. Oh, shit. Oh. Ich dachte schon, ich wollte ihn als Jumpball werfen. Ich habe ihn nach links geführt, weil ich gedacht habe, vielleicht kann dann der Safety nicht einfach nur dastehen, warten, dass der Ball ist, hochspringen und ihn haben. Und dann sah es aber doch so aus beim Wurf. Hier, als wäre der Safety einfach früher dran. Aber der hat den Ball nicht gut gespielt. Und CeeDee Lamb ist halt einfach ein Biest. Shit. Schubert kam über die Mitte, deswegen habe ich versucht, den auch irgendwie nach links zu bringen, hat auch nicht geklappt. Na gut. Ab durch die Mitte. Moment mal, was ist denn hier los? Ja. Den habe ich gesucht. Den habe ich gesucht. Ja. Na, wir machen natürlich nichts mehr in dem Viertel jetzt. Logisch. Ihr seht, wir sind im 4. Viertel und das Video ist noch gar nicht so lange. weil das Ganze relativ flott geht. Wenig Punkte, wenig Turnover und so. Viel Spielfluss drin. Ich habe keine Ahnung, wie das gerade passiert ist, aber ich nehme es. Haben die einen Timeout genommen? Oder was war der Pfiff gerade? Nee. Das waren zwei. So where'd all that running room that he had in the first half go? Because it looks like it's drying up a little bit here. Someone made some adjustments, it appears. Ich hab den Dive nicht drin. Ja, let's go. Let's go. Okay, 8 Minuten. Wisst ihr was, wir gehen schon mal auf 2 Clock. Das hilft uns eigentlich nur wirklich, falls wir jetzt... falls wir einen Touchdown machen. Aber egal. Warum spreadet ihr die ganze Zeit? Also... wisst ihr, das ist halt nicht so clever. Gerade aus einer Formation, aus der man weiß, dass ich auch einfach durch die Mitte laufen kann. So, ne? Aha. Ich weiß nicht, ob das heavy genug ist oder ob die mich jetzt komplett überrennen. Ah, reicht es? Oh, es reicht nicht. Nein. Das Gute ist, ich werde jetzt so oder so beim 4. dafür gehen. Denn es ist jetzt ein Two-Possession-Game. Es wäre danach genauso ein Two-Possession-Game. Also juckt mich das nicht wirklich. Ob ich 10 vorne bin oder 13, wenn ich ehrlich bin. Gerade im 4. Viertel. Ja. Ist egal, ich gehe dafür. Ich gehe dafür, wenn nicht, müssen die von ihrer 1 driven. Es sei denn, er fummelt jetzt, denn ich werde Quarterback sneaken. Ich glaube, ich bin zu weit weg dafür. Ah, ich glaube, also das wäre schon echt ziemlich utopisch, dass ich den jetzt hier hinkriege. Wir gehen natürlich nach rechts, weil links der Linebacker ist. Oh, und natürlich ist wieder ein Fumble. Aber wenigstens wird er diesmal nicht weit returned. Also die haben trotzdem den Ball an ihrer 1. So, Goal-Line-Maumel. Ich gehe mal in die neue Goal-Line-Formation. 6-2. Da kenne ich mich leider noch nicht ganz aus, aber wir spielen mal Guts. Guts ist immer gut. Oh, shit, Moment mal. Ja, dumm. Ganz dumm. Ganz dumm. Ich habe keine Ahnung, was das sollte. Ich habe absolut keine Ahnung, was das sollte. Ich habe gesehen, dass einer keine... ich glaube, der Fullback war es sogar. Dass der nicht gecovert wurde. Und da habe ich den einen Blitzenden, ich glaube, Micah Hyde war es, habe ich noch in Man-Coverage draufgepackt. Habe selber einen Blitzer weggezogen. Aber nee, das... die spielen einfach einen Corner-Strike von der eigenen 1. Naja. Kann man machen. Sollte man nicht machen. Ich sag, kann man machen, sollte man nicht machen. Es sei denn, man ist, man hat Vertrauen in seine O-Line wie in nichts anderes. Ich bin durch die Line gegangen mit R1, weil ich nicht fummeln wollte. Aber jetzt ist ein Touchdown. Super Bowl, hier wir kommen. Das sollte eine Mischung sein aus hier kommen wir und here we come. Und dann kam raus Super Bowl, hier wir kommen. Bam. Glück gehabt, Alter. Meine Fresse. So, 19 Punkte vorne. Das heißt, die brauchen 3-mal den Ball. Am besten für sie wären 2 Touchdowns jeweils mit einer 2-Point-Conversion und danach noch ein Field Goal. Aber das ist jetzt schon mal sehr, sehr schwer mit noch 5:30. Ja, sie haben 3 Timeouts, aber wir werden jetzt halt soft spielen wie sonst was. Im Sinne von Soft Shares, Soft Coverage, nicht Soft im Sinne von zimperlich oder so. So, das heißt, ich werde jetzt erstens im Nickel leben, zweitens ziemlich sicher nicht blitzen. Ja, hätte ich nie und nimmer hätte ich da auf 3 gehen sollen. Ich war gierig. Ich wusste, ich bin in guter Position, um den zu verteidigen. Und dann habe ich gesagt, okay, pick den, hol dir den nächsten. Aber hätte ich nicht machen sollen, hätte ich swappen müssen, definitiv. Ey, der eine Linebacker auch wieder schiebt sich schön noch extra nach rechts, obwohl ich da schon stehe. Wenigstens habe ich mal den Spieler gekriegt, den ich haben wollte gerade. Es geht gerade natürlich sehr schnell, das ist ärgerlich, aber wenn ihr euch mal anguckt, das geht nicht schnell genug. Es sind noch 4,20 und in der Red Zone müssen sie auch immer noch treffen, wo alles dann deutlich kondensiert ist. Und sowas hilft denen halt auch nicht wirklich weiter. Ja, es sind 5 Yards, aber 5 Yards für so viele Sekunden in der Zeit lohnt sich einfach nicht. Oh, ich glaube, nein! Ich glaube, den hätte ich haben können. Ich glaube, wenn ich Dreieck gedrückt hätte, hätte ich den haben können. Ich habe es einfach, keine Ahnung warum, ich habe es einfach so nicht gemacht. Das war keine Entscheidung, es ist einfach nicht passiert. Ja, da ist er. Levi Wallace mit dem Dagger-Pick, Alter. Levi Wallace spielt so viel besser, als Kendall Fuller jemals gespielt hat bei uns. Es ist mit die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe, die beiden zu tauschen. Geil. Ja, 1, ich habe sowas von meinen Finger jetzt die ganze Zeit auf 1, damit nicht ein dummer Fumble noch reinkommt und sowas. Ino Benjamin, Workhorse gewesen heute fast für, oder jetzt. Am Ende wird er über 25 Carries haben. 170 Yards. Vielleicht sogar knapp 200 Yards. Muss nur gucken, dass ich ihn jetzt nicht, wenn er komplett K.O. ist, noch auf dem Feld habe, sondern dass ich dann Yarden rauflassen würde. Ja, aber das Spiel ist durch. Geil. Ja, da sind es schon knapp 200 Yards. Mann, Alter. Ino Benjamin, dass der so ein guter Pick wird. Zwischen wem haben wir denn im Draft, haben wir doch hin und her überlegt, oder? Zwischen Ino Benjamin und... was, Chuba Hubbard? Ich bin mir nicht sicher. Bei irgendwem hatte ich auch noch überlegt, den zu picken, glaube ich, und dann war er weg. Sehr, sehr gut. Bin sehr dankbar, dass ich mich für Ino Benjamin entschieden habe. Das sind die 200 Yards und die Browns nehmen nicht mal mehr Timeouts. Also vielleicht nehmen sie es jetzt nach dem zweiten, ich bin mir nicht sicher, aber eigentlich dürfte nicht. Ah, das ist der Fumble. Da konnte mir R1 auch nicht mehr weiterhelfen. Ah, Taki-Taki. Macht nichts. Ino, du musst überhaupt keinen Vorwurf machen, Keule. Sie gewinnen das Spiel erstens sowieso. Erstens gewinnen wir das Spiel sowieso und zweitens hast du sehr, sehr geil gespielt. Boom. Gucken, ob die noch in Hurry-Up gehen. Ja, okay, jetzt haben sie noch mal ein bisschen Hoffnung geholt. Bam! Oh, schade. Das war so ein schöner Hitstick, aber der hat, glaube ich, leider noch Edmunds kommen sehen. Ja. Hat er beide Füße drin gehabt? Ich bin mir nicht sicher. Aber ansonsten haben wir natürlich unsere AFC-offensiven und defensiven Spieler der Woche wieder. Gucken, ob die jetzt Timeouts nehmen. Das wäre auch sehr merkwürdig, ne? Oh, wo kam der her? Wo kam der her, bitte? Ne, okay, die nehmen keinen Timeouts. Jawohl, ja, damit sind wir durch. Damit sind wir durch. Uff. Oh, 26-7. Sehr knapp gewesen am Anfang, dann konnten wir davonziehen. Ich weiß gar nicht mehr, war der lange CeeDee Lamb Catch, der 87er, war das 14-7 oder war das 7-7? Bin mir nicht sicher gerade. Aber ja, jetzt Super Bowl. Let's go. Wir sind das beste AFC-Team. Wir haben überall mehr Takeaways, mehr Average, mehr Rushing Yards, mehr Passing Yards sogar. Geil. Geil. Eventuell beim Super Bowl auch noch mit ein, zwei mehr Superstars. Hurts und Lamb könnten halt theoretisch Superstar werden. Da bin ich ja sehr gespannt drauf. Da bin ich extrem gespannt drauf. Und dann mal gucken, was wir danach machen dann. Gucken wir uns wie immer nochmal die Stats an. Rating, perfektes Passer-Rating für Hurts. Stark. Stimmt, ich habe gerade nur die Turnover gesehen und ich dachte, wir hätten einen Pick dabei gehabt, aber das war einmal der Fumble am Ende von Ino Benjamin und dann der Fourth Down Quarterback Sneak Fumble von Hurts, der schadet ja sein Passer-Rating auch nicht. Rushing 7-7 für Ino Benjamin bei 27 Attempts, das ist natürlich sehr, sehr stark. Fumble am Ende, wen juckt's? Duke Johnson 36 mit 7-2 auch leider, aber da war auch ein langer dabei. Yeldon 5-6 immer noch, wenn er reingekommen ist, geil. Und Sharp nur auf 2-8, das ist auch wichtig. Receiving Yards 136 für CeeDee Lamb, klar. Mal ganz entspannt wieder mehr als die Hälfte von unseren Receiving Yards gehabt. Crawford 29, Forster 20. Forster hat auch wichtige gehabt. Touchdowns war Beckham, der in der Endzone leider, der doofe. CeeDee Lamb hatte einen weiten und dann den am Anfang. Genau, die Slant, das war das 7-7. Also muss der weite Touchdown 14-7 gewesen sein. Defensiv, jetzt geht's los. Sacks, Jonathan Avery, Shaq Lawson hat einen, Kelly Katzen hat einen, Matt Milano hat einen. Also wieder ein D-Liner, zwei Linebacker, klassisch für uns. Und Interceptions, Levi Wallace hatte einen ganz, ganz wichtigen. Und Edmunds hatte auch dann noch zwei. Extrem starkes Spiel mal wieder. Forced Fumbles. Wer war das bei denen? Janoris Jenkins und Joe Schubert, okay. Na gut. Dann sehen wir uns wohl das nächste Mal dann beim Super Bowl. Entweder gegen die Cowboys oder gegen die Panthers. Sind beides Teams, gegen die ich absolut nicht spielen will. Aber es ist halt der Super Bowl. Dass da ein starkes Team kommt, sollte ja eigentlich klar sein, wa? Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr neu seid, dann zieht in Betracht zu abonnieren auf jeden Fall. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.